Also mein Name ist Steffen Winkler, ich komme von den Erlangen Perlmongers. Wir hatten auch mal einen Workshop gehabt in Nürnberg, das ist das T-Shirt noch dazu. Und mein Vortrag geht heute um Local Text Domain OO. Das Modul ist irgendwann mal entstanden, weil ich Local Text Domain benutzt habe und dann bin ich irgendwie nicht richtig damit zurechtgekommen und dann dachte ich, dann musste mal schauen, dann irgendwie das erweitern, vielleicht noch ein paar Zusätze und so und dann habe ich es irgendwann mal komplett neu geschrieben. Deswegen habe ich auch diesen langen Namen da im Modul. Ist eben jetzt so und ja. In dem Projekt, wo ich gearbeitet habe, da hatten wir erst überall Local Make-Text drin und die Anforderungen, die stiegen immer mehr und deswegen haben wir dann gesagt, na, wir brauchen mal irgendwas anderes, vor allen Dingen mit den Pluralen, die wir da haben oder wo wir es im HTML-Feld einsetzen oder dann in irgendwelchen Shells, nee, nicht Shell-Skript, in so, naja. Also was man auf der Konsole als Perl-Skript startet. Also, der Talk geht ein bisschen in Richtung Praxis. Wie habe ich das zum Beispiel gemacht und wann und wie tue ich die Lexikons aufbauen, also die, quasi die Daten, die wir zur Übersetzung benutzen. Es gibt mehrere Varianten, wie ich das Ganze benutzen kann. Da gehe ich dann auch nochmal kurz drauf ein. Sozusagen eher die einfache Variante oder die etwas erweiterte Variante. Und das ist genau der Punkt. Ich habe da drin eine New-Methode, ich habe aber auch eine Instance-Methode. Und die Frage ist quasi, wann sollte ich denn was einsetzen? Erstmal so zum Überblick, wie das ganze Ding überhaupt aufgebaut ist. Und da passt der Schmetterling eigentlich ganz gut irgendwo dahin. Weil ich habe in der Mitte sozusagen mein Herzteil, das ist mein Übersetzer quasi, in dem ich die zum Beispiel englischen Texte aus dem Development zum Beispiel ins Deutsche übersetze. Und dann kann ich an das Ganze sind die Lexikons, ich habe da so einen Pointer. Und das Ganze sind quasi die Lexikons angebunden, das können ein oder mehrere sein, deswegen auch dieser Fächer quasi. Und auf der anderen Seite habe ich verschiedene Plugins, das sind eigentlich Mu-Rollen und mit denen kann ich das Wie entscheiden, wie möchte ich gerne das übersetzen und deswegen habe ich ja wieder so einen Fächer. Mit Perl 6 hat das natürlich nichts zu tun, obwohl die Idee mal ist, das mal nach Perl 6 zu portieren, aber das ist mir irgendwie noch nicht gelungen oder zeitlich noch nicht gelungen oder es gab irgendwelche Probleme oder ich war zu doof dazu und wie das so ist. Also der Hauptteil da, der lädt jetzt die Plugins das von dem Local Text Domain OO Modul und er lädt dann sozusagen den Translator. Das ist quasi dann das Herzstück, mit dem dann alles abgearbeitet wird. Und wie gesagt, es ist dann diese Verbindung zu dem Lexikon da. Und das über das Wie, das zeige ich dann noch. Das Lexikon selbst ist jetzt so wie so ein halber Schmetterling. Also das Lexikon wieder das Herzteil davon. Und auch am Lexikon habe ich wieder verschiedene Plugins. Da geht es wieder darum, wie komme ich überhaupt zu meinen Daten, also meine Übersetzung quasi. Sind die irgendwie statisch oder sind die dynamisch? Wo kommen die quasi her? Im Endeffekt, wenn das Lexikon gespeichert ist, ist es so eine Struktur von Hashes of Hashes. Und ich habe den sogenannten Lexikon-Key, mit dem kann ich sozusagen entscheiden, welche verschiedenen Lexikons ich überhaupt anbinde. Und der Message-Key ist das, was man vom PO-File sagen wir herkommt. Da gibt es ja so eine Message-ID und so einen Kontext und alles. Und das wird dann quasi zusammengebunden, dass ich es gejoint, dass ich es als Hash-Key benutzen kann. Und so greife ich dann quasi während dem Übersetzen auf dieses Lexikon zu. Also in zwei Schritten. Erst wähle ich das Lexikon aus und dann wähle ich die Übersetzung aus, die ich brauche. Und dann läuft die Übersetzung quasi und hinten kommt dann das anderssprachige Dings daraus. Jetzt habe ich gesagt, es gibt verschiedene Varianten. Ich habe eine Instanzmethode neben der New-Methode und die ist eigentlich nur dazu da, wenn ich so ganz einfache Projekte bastel.
Dann nehme ich quasi das, was fix und fertig ist im Local Text Domain OO, konfiguriere dann so meine Plugins noch ein, die ich auf jeden Fall brauche, sonst habe ich gar keins. Und dann kann ich eigentlich schon damit arbeiten. Wenn ich jetzt was Größeres habe, so wie wir es bei uns da einsetzen, dann funktioniert es so einfach natürlich nicht, weil wir verschiedene Sachen im Vorfeld noch tun müssen. Und da benutze ich dann die New-Methode. Ich kann genau wieder die Plugins setzen, ich kann jetzt theoretisch sogar die Sprache setzen, obwohl ich das eigentlich hätte bei dem Simple-Projekt hinschreiben müssen, wenn ich sozusagen nur mal in eine andere Sprache übersetze. Normalerweise setze ich die Sprache irgendwo anders wieder, weil ich habe ja gesagt, dass der Translator ist am Ende ein Singleton. Ne? Ich kann ihn sozusagen von jeder Stelle quasi ansprechen. Und ich kann einerseits mir das Objekt erstmal zusammenbauen oder so konfigurieren. Und dann komme ich ja irgendwann mal zu der Stelle, wo die Entscheidung getroffen wird, in welcher Sprache muss ich das Ganze ausliefern. Und das Singleton kann ich ja dann wieder aufrufen. Und dem sage ich dann, ah, und die Sprache ist jetzt Deutsch. Und 5 Minuten später ist sie dann, was weiß ich, irgendwas anderes, Englisch oder. Ne? Die Verbindung des ganzen Lexikons und auch des Translators wird immer über das Singleton gemacht. Der Vorteil ist, ich muss da nichts irgendwie weiter übergeben oder so. Ich habe überall immer den vollen Zugriff drauf. Zum Thema Sprache, genau, normalerweise hier nicht gesetzt. Es gibt dann beim Übersetzen, kann ich eine Kategorie angeben. Das habe ich teilweise benutzt. Domain benutze ich selber gar nicht, ging hier aber auch. Wenn ich mehrere Projekte so in ein Ding reinpacken will und es ist ein Singleton, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich sonst nur ein Lexikon habe. Deswegen gibt es noch so einen Project-Key, mit dem ich dann trotzdem noch das andere Lexikon ansprechen kann und mir mein eigenes Local-Text-Domain-Objekt machen könnte. Das könnten jetzt im Prinzip mehrere sein und ich würde mir dann selbst verschiedene Singleton für jedes Projekt sozusagen erstellen. Dann habe ich noch Filter. Filter, das ist jetzt Code, der läuft dann ab, wenn die Übersetzung gelaufen ist. Da ist man wirklich frei in der Implementierung, was man da braucht. Genau, und dieses Customize-Projekt endet dann irgendwo, dass man sein eigenes Singleton quasi erstellt. Also ich nehme nicht das Local Text Domain Singleton, sondern ich bastel mir dem New das alles zusammen, konfiguriere mir das und dann erzeuge ich mein eigenes Singleton für mein Projekt. Jetzt schweife ich mal ganz kurz ab, dass man dann ein bisschen was. Das geht, wenn ich zum Beispiel HTML übersetze. Dann ist es ja so, wenn ich das HTML falsch übersetze, würde ich es ja kaputt machen. Und deswegen ist eigentlich die Regel, dass man das HTML so lange wie möglich vermeidet, wenn es nur irgendwie geht. Also habe ich jetzt mal so ein Beispiel, dass ich jetzt meinen eigenen Ausdruck habe, um im HTML, weil irgendwo ist gefordert, es muss irgendwas Fettschrift sein. Also mache ich mir dann wie so einen Pseudocode. Ich habe das hier mit eckigen Klammern gemacht. Das kann man so machen, wie man es gern will. Das ist jetzt auch ein richtiges Beispiel aus der Praxis, so wie wir es im Einsatz haben. Achso, Escape Soul Translation. Ich übersetze das Ganze. Dann tue ich mir quasi dann das ganze HTML escapen, wenn hier irgendwas drin wäre oder so. Und zum Schluss mache ich aus den eckigen Klammern dann das Bold vom HTML draus. Ja, und im Endeffekt habe ich dann Fettschrift. So ist die Idee des Ganzen. Das andere, was wir auch im Einsatz haben, wenn es, sagen wir mal, etwas komplizierter ist, dass wir zum Beispiel hier einen Link brauchen oder so, dass wir ein nacktes A-Tag nur reinsetzen, das Ganze dann im Prinzip übersetzen, damit sieht die Übersetzung relativ übersichtlich aus und tun dann im Endeffekt nach der Übersetzung das wieder aufbohren quasi, setzen die Haare auf und alles andere im Nachhinein. Wie auch immer. Manchmal machen wir JavaScript und wir haben aber auch HTML. Scheiße, wie heißt das Modul? Ich komme nicht drauf. Das ist so, du kannst dann wieder den DOM durchgehen, aber auf der Perl-Seite. Jedenfalls kann man das Ganze dann erweitern. Wenn ich HTML habe und ich schreibe mein HTML richtig komplett, dann habe ich natürlich ein Problem mit Platzhaltern, die müssen dann escaped werden. Und deswegen kann ich den Platzhaltern, die mit den
geschweiften Klammern sind und mit einem Namen, die kann ich dann noch taggen. Zum Beispiel gebe ich den HTML-Tag hier und im Endeffekt wird dann dafür gesorgt, dass dieses Experience, dass das sauber ist und nicht das HTML kaputt macht. Dann ist es so, die Text kann man natürlich auch dazu benutzen, um dem Übersetzer die Arbeit etwas leichter zu machen. Den hat sie im Prinzip keinen großen technischen Sinn, sind dann einfach nur da, dass ich sage, hier übersetze, hier kommt nur ein Datum hin. Und weil End könnte ja auch ein Datum und Zeit sein oder sowas, ein Daytime, sowas. Hier ist es eben gemeint, es ist nur ein Datum. So. Jetzt bauen wir ein bisschen weiter, dieses Customize-Projekt. Und ich habe mir verschiedene Plugins ausgesucht. Da gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein, wie die alle funktionieren. Ich habe nur gesagt, ich habe diese GetText-Variante und ich will dann auch ein bisschen MakeText machen. Also nehme ich mir zwei Plugins hier rein. Der eine für die GetText, der andere für die MakeText-Variante. Wenn ich irgendwie wissen will, wenn irgendwelche Übersetzungen nicht da sind oder wenn irgendwas schief geht, dann habe ich mir so einen Logger-Sub gemacht, die kann ich mit angeben und kann dann meinen externen Logger anbinden. Der bringt mir hier einen Typ mit und dann kann ich die Message an meinen Logger quasi weitergeben. Und Typ ist was weiß ich, sowas wie Waren oder sowas. Genau, dann haben wir noch so Filter, das läuft quasi global nach der Übersetzung. Wenn ich zum Beispiel diesen MakeText-Zeug mache und danach und ich übersetze jetzt nicht, sondern bleibe, sagen wir mal, bei meinem Englisch zu Englisch, dann könnten wir eventuell noch solche Escape-Zeichen übrig bleiben. Und mit dem Filter kann ich das dann einfach im Nachhinein wieder rauskicken. Wenn ich keinen MakeText mache, habe ich das Problem nicht. Genau, ich habe gesagt, ich habe in dem Beispiel jetzt hier zwei Plugins drin und ich kann mit den Plugins auch reden. Also ich kann die quasi konfigurieren und ich habe mir da so eine Subroutine geschrieben, die nenne ich da Log-Format und den sage ich im Prinzip, dass er die mit benutzen soll. Und jetzt sage ich euch, was das Log-Format eigentlich macht. Da geht es mehr oder weniger darum, dass ich jetzt zum Beispiel meine Escapes laufen lasse, also dass ich meinen HTML oder JavaScript Escape oder was auch immer laufen lassen kann. Und hier habe ich den Code mal weggeworfen, weil sonst passt es irgendwie da nicht drauf. Und zeige mal, was wir so im Einsatz haben. Wir können sozusagen Zahlen formatieren, wir können die maximalen Stellenanzahl angeben oder ich sage, ich will eine Kommastellenanzahl, was weiß ich hier, 0,2, also da. Selbst wenn es nur 1 ist, dann steht dann eben 1,00 da und so. So eine Formatierung von den Platzhaltern können wir dann quasi machen. Und das Ganze nochmal für den Preis. Und das sind sozusagen die Tags, die dann an den Platzhaltern dranhängen. Und hier habe ich dann quasi den Code dann dafür. Das heißt, da ich den Code ja dann reingebe zu den Plugins, dann wissen die quasi, wie sie mit den Tags umgehen müssen, bevor sie den Platzhalter einfügen. Ne? Und die andere Möglichkeit, ich kann die eigentlich auch so aufrufen, wie die Übersetzungssubroutine, kann ich natürlich dieses Log-Format auch aufrufen. Dann, wenn ich die GetText-Variante nehme und mit Pluralformen arbeite, dann sagt mir das N ja im Prinzip aus, dass es hier um ein Plural handelt. Jetzt könnte das Ganze natürlich sein, dass ich meine Zahl jetzt formatiere und aber die Pluralauswahl muss ich jetzt genauso formatieren, dass das zum Beispiel bei 1, irgendwas, dann käme was weiß ich, die Pluralform und bei glatt 1 käme eben dann bloß die Singularform. Das geht darum, dass es quasi gleichgezogen werden würde. Ja, und auch dieses Runden kann ich quasi von überall aufrufen und hier brauche ich quasi die Funktionalität des Escapes nicht reinmachen, aber alle anderen Varianten für so Numerik oder so, die
muss ich natürlich da genauso implementieren oder quasi denselben Code aufrufen. Dann habe ich noch so ein kleines Werkzeug, weil die Lexikon-Schlüssel, die werden quasi so zusammengejoint. Ne? Und dann habe ich mein Tool dafür. Und was kann überhaupt im Lexikon vorkommen? Im Lexikon gibt es die Kategorie Domain und die Language als Lexikon-Key und optional diese ganze Projektsache. Während der Übersetzung kann ich die Kategorie Domain und Language direkt ansprechen. Und Projekt ist sozusagen, wie gesagt, wenn man mehrere Projekte parallel laufen lässt. Wie lade ich jetzt mein Lexikon zusammen? Ich habe mir jetzt mal so eine kleine Abkürzung geschrieben, dieses JLK, Join Lexicon Key, also nur für die Sprache oder eins mit Kategorie, weil die zwei Varianten benutze ich. Dann rufe ich das Ganze auf, gebe dem einen die Sprache, dem anderen Kategorie und Sprache auf. Und jetzt lade ich mein erstes Lexikon, das lade ich mir jetzt von einem MO-File rein, könnte ein PO-File sein, das wäre in etwa dasselbe. Hier definiere ich, wo sind die Dinger überhaupt. Und dann geht es um die Daten. Dann sage ich, nimm mal doch die aus dem Pfad alle MO-Files und übernimm, sagen wir mal, wenn die Sprache DE zum Beispiel wäre, dann ist es das deutsche Lexikon. Und dann hätte ich zum Beispiel, was weiß ich, das Englische oder was für welche Sprachen immer, das ist sozusagen dieser Stern. Und dann haben wir so Spezialitäten noch für Österreich und Schweiz. Und dann mache ich eins, das heißt sozusagen, nimm dir das deutsche Lexikon, hau dazu noch den Teil, der im Österreichischen anders ist und speichere das als österreichisches Lexikon und dasselbe für die Schweiz dann nochmal. So, dann machen wir noch eins, wir übersetzen so on the fly so Daten von externen Systemen, die jetzt, was jetzt nur in Deutsch verfügbar ist, Texte oder sowas. Und also ich kann da immer mehr Lexikons da reinpacken, ne? Darum geht es jetzt hier eigentlich. Und da habe ich mir auch PO-Files dazu geschrieben, wo ich das erstmal so prinzipiell definiere, weil ich muss ja auch die Formeln für den Plural mitspeichern, sowas. Und im Endeffekt ist es eigentlich fast dasselbe, nur dass ich jetzt hier eine Kategorie dann noch habe, dass ich die Lexikons auseinanderhalten kann, was so die Standardübersetzung ist und mir die andere Kategorie sagt, so, das ist jetzt meine Datenübersetzung. Ansonsten wieder das Gleiche, also lese ich die alle wieder ein und jetzt ist mein Lexikon schon mal nochmal größer geworden. Und dann haben wir noch so Spezialfälle, wir benutzen da dieses HTML-Formhändler und der benutzt direkt MakeText. Und das ist jetzt nicht so toll. Also haben wir vorher das direkt immer benutzt und dann war das immer aber so ein Zirkus. Wie kommt man jetzt an die Übersetzung an? Der eine, der braucht sie direkt, der andere über das Local Text Domain Objekt. Und dann kam mir irgendwann mal die Idee, naja, die Lexikons sind in dem Modul gespeichert. Was mache ich also? Ich nehme mir sozusagen diese Daten her, die da drin gespeichert sind als MakeText-Lexikons. Was denen natürlich fehlt, sind die ganzen Pluralformen. Ohne das läuft das ganze Local Text Domain auch ähnlich. Also muss ich die denen noch mit dazugeben. Und dann habe ich Sprachen, die da gar nicht drin sind. Die mappe ich einfach, die ich zwar habe, aber die da drin nicht sind, die mappe ich einfach jetzt mal auf Englisch. Und dann kommt dieser übelste Code quasi, indem ich einfach in das Lexikon vom HTML-Formhändler reingehe, also direkt in den Code. Ich lade das Ganze und hole mir dann so das Lexikon raus. Dann ist noch so ein Autoeintrag drin, den ich natürlich nicht brauche. Den lösche ich dann quasi auch raus. Und dann lade ich mir das Lexikon einfach in meinen globalen Lexikon-Puffer sozusagen rein. Und dann habe ich keinen MakeText mehr, obwohl der MakeText macht. Genau, und dann muss ich es noch wegspeichern, hier in der als Hash. Und dann habe ich es mit drin. So, jetzt habe ich quasi alles zusammengepackt.
dass die Kategorie ist ja der Formhändler. Und ich mache natürlich dasselbe wieder für Österreich. Ne? Ich pappe mir das wieder das Österreich zum Deutsch wieder drauf und speichere es dann als Österreich und für die Schweiz dasselbe. Und dann habe ich mein Lexikon zusammen. Und dann kann ich übersetzen. Und ich habe keinen Make-Text mehr drin. Gibt es da Fragen? Ich habe eine praktische Frage. Wer macht bei euch die Übersetzungen? Sind das die Entwickler selber oder gebt ihr das an so ein externes Büro? Wir machen das selbst. Wir wären bloß in der Lage, aber wir könnten die PO-Files genauso exportieren an Übersetzungsbüros. Wir machen das aber selbst. Weil das war manchmal das, was wir hatten. Wie müssen wir das abstrahieren, dass die nicht die falschen Sachen übersetzen? Dass die nicht Section mit Abschnitt übersetzen, wenn das in einem Tag drin steht? Du musst es aber am Ende auch wieder, wenn du, bevor du es wieder einpflegst, musst du trotzdem drüber schauen. Ja, das sowieso. Es ging ja darum, die arbeiten ja zum Teil auch, also haben sie uns erzählt, arbeiten praktisch überhaupt nicht mehr von Hand übersetzt, sondern es geht durch Roboter durch, die offensichtlich auch immer besser werden, solche Kontexte zu erkennen. Das ist mein nächster Vortrag, da geht es darum, um solche Dinge anzubinden, okay. Solche Services anzubieten, ja. Binden, die automatisch übersetzen und die Probleme, die wir damit haben. Den Code, den habe ich ja alles in den Folien drin. Ich habe teilweise Code rausgelöscht, dass ich überhaupt die Folien, das auf die Folien bringe. Wenn jemand konkret jetzt Anfrage hätte, wie funktioniert das im Detail, dann können wir größere Codestücken mal austauschen. Ja. Das war sowieso schon ein bisschen viel auf den Folien. Ich weiß nicht, ob jeder hat folgen können, genau. Aber es ging jetzt einfach nur um das Prinzip. Wie fülle ich mit meinem Lexikon? Wo kann ich die Daten eigentlich herkriegen? Und ja. Mir ist noch nicht ganz klar, was. Also, du hast viel Code gezeigt, wie viel davon man in einem Projekt braucht und was davon sozusagen jetzt dein Modul erledigt. Welches Open-Source-Projekt würdest du denn empfehlen, was das verwendet, wo man mal schauen kann, wie man das in der Praxis verwendet? Es ist jetzt schwierig zu schauen, wer das verwendet, weil ich kriege ja da kein Feedback irgendwie. Ja, also ich habe schon von einigen Feedback gekriegt und da habe ich auch schon einiges dazu gemacht. Aber es ist natürlich immer schwierig. Wenn ich so ein kleines Modul habe, so ein kleines Helferlein oder so, dann sehe ich, das wurde in dem einen oder anderen Modul eingebunden, aber bei sowas... Das kriege ich nur mal eine E-Mail oder so und sehe mal, das verwendet jetzt jemand. Der Tom Christiansen zum Beispiel verwendet das. Der hat mir mal eine E-Mail geschrieben, was ich da alles machen könnte und wie das besser wäre und wo er in seinem Projekt Probleme hat. Und vieles ist natürlich immer ein Dokumentationsproblem. Wie dokumentiere ich das richtig? Manchmal wird es falsch verstanden. Und das war jetzt auch der Anlass, mal den Vortrag mal zu halten, um einfach mal zu zeigen, was kann man da überhaupt machen. Na, also ein bisschen Anregungen geben, wie man so denken könnte, wie man sich das zusammenbasteln kann. Aber das ist immer projektspezifisch. Na? Weil wo kommen die Übersetzungen her? Das ist überall anders. Die einen, die haben sie in der Datenbank. Die anderen haben es... In so PO-Files oder was weiß ich alles. Und ich habe für verschiedene Formate habe ich so schon fertigen Code da. Ne? Aber wenn man irgendwas anderes hat, im Endeffekt endet das alles in diesen Hash, das Lexikon. Und ich muss es irgendwie in den Hash reinpumpen. Und PO-File ist zum Beispiel, da kriege ich ein Array mit diesen ganzen Einträgen und die wandelt ich dann im Prinzip in diesen Hash um. Weil mein Key muss ja ein String sein. Und im PO-File habe ich ja den Kontext drin und ich habe die Message-ID, ich habe die Message-ID Plural. Also ich habe, sagen wir mal, drei Keys eigentlich. Und deswegen gibt es dieses Util, der das dann alles zusammenschraubt, dass ich nur einen Key habe. Und beim Lexikon dasselbe. Und dieses Projekt, das ist quasi einfach nur ein Text, den kann ich beliebig gestalten. Über die Kategorien tue ich was? Genau, ich habe sozusagen so eine normale Übersetzung von meinem statischen Zeug oder so. Da gebe ich einfach gar keine Kategorien, dann ist die einfach leer, Leerstring quasi. Und wenn ich eine angebe, dann greift er quasi auf ein anderes Lexikon zu. Für einen bestimmten Zweck. Na, hier in dem Fall war das der HTML-Formhändler, das ist jetzt der spezielle Zweck.
Und wenn ich die Kategorie angebe, dann geht er nur in diesen Teil dieser Übersetzung rein. Deswegen könnte der auch vom Englischen ins Deutsche ganz anders übersetzt sein. Ja. Ja, wie man das quasi gestalten will. Vielleicht noch eine Sache zur Performance, mal schnell noch gesagt. Das Lexikon baue ich immer zur Compile-Time auf. Also auch im Webprojekt, was wir jetzt haben, dann ist es so, wenn das Child auf dem Webserver konfiguriert wird, dann saugt er sich im Prinzip das Objekt schon rein, tut sein Local Text Domain OO-Objekt auch bauen, dann ist es quasi fertig. Und wenn der Request kommt, dann braucht er nur noch übersetzen, alles andere ist... Na gut, nee, er muss erst noch vom Request die Sprache ermitteln, die er braucht, und alles andere ist fertig und dann wird nur noch die Übersetzung gemacht. Das Child bauen da dadurch ein bisschen länger eventuell, ja. Was im Lexikon drin ist, oder? Also im PO-File haben wir, glaube ich, die statischen Sachen, ich glaube so 15.000 Übersetzungen oder so. Ja gut, das liegt dann alles irgendwie im Speicher. Aber es liegt eben nur einmal drin quasi. Ja. Man muss vielleicht ein bisschen damit mal probieren, dass man, wenn man es noch nie gemacht hat, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Ich habe auf anderen Konferenzen schon andere Vorträge geladen. Meine Seite da, dieses Download Steffen Winkler, da gibt es nicht nur einen deutschen Perl-Workshop. Wenn man da an Verzeichnis zurückgeht, da sieht man die anderen Konferenzen und ich spreche eigentlich fast immer nur darüber. Ja, das ist irgendwie mein Hobby geworden, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da mal angefangen. Aber jetzt ist jetzt eine Mittagspause oder sowas? Nee, jetzt ist eine 10-Minuten-Pause und dann hast du gleich deinen anderen. Den habe ich dann gleich danach? Ja. Ja gut. So steht das hier. In 3 Minuten. In 3 Minuten geht es weiter. Super. Du hast von dem Aufnahmemikrofon das Püschel verloren. Da unten. Das? Ja, genau. Muss ich das sehen? Na gut, dann ist das schon mal versaut. Habe ich das richtig verstanden aus der einen Folie, dass es verschiedene, ich habe gerade vergessen, wie die Form heißt, ob man jetzt Singular oder Plural hat, also diese Anzahl, ja. Es verschiedene Modi in verschiedenen Sprachen, also Deutsch und Englisch ist gleich, dass immer bei 1 man den Singular benutzt, ansonsten Plural. Und ich habe, glaube ich, gesehen, dass es bei Russisch einen ganz anderen Modus gibt. Die haben 3, ja. Und Arabisch hat 6 Pluralformen. Ich glaube, das ist das Höchste. Das ist auch irgendwie klar. Genau. Die Pluralform, die speicherst du typischerweise im PO-File. Ja. Und nur bei dem HTML-Formhändler, gut, dann ging es natürlich nicht anders. Da muss ich die einfach ins Lexikon auf den Header-Eintrag reinlegen. Mhm. Jedes PO-File hat ja immer so einen Header-Eintrag mit leerem Message-String. Ja. Message-ID, leere Message-ID. Und da ist es so MIME-Type und was da alles so Mögliche drin steht. Und da gibt es quasi auch die Anzahl der Plurals. Zum Beispiel im Deutschen und Englischen 2. Na, ich rede jetzt allgemein über diese Pluralformen. Ja. Da steht drin, n Plurals ist gleich 2 zum Beispiel im Deutschen. Ja. Und dann steht die Formel drin, wie man sozusagen zu der nullten und ersten Pluralform quasi kommt. Ne? Und das ist in den anderen Sprachen genauso. Und der Vorteil der Sache ist eigentlich, dass man als Entwickler ja typischerweise in Englisch entwickelt und ich muss mir keine Gedanken machen, wo die Zielsprache mal endet. Ob die 3, 4 oder 5 Formen hat, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich habe immer während der Entwicklung meine 2 für das Englische. Das ist eigentlich der Vorteil da davon, dass ich mich als Entwickler nicht um diesen ganzen Krimskrams kümmern muss. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich gehe als Entwickler sogar davon aus, dass macht es Sinn, dann nur in einer Form zu programmieren? Ja, du musst im Prinzip, wenn du merkst, dass du einen Text hast, wo so Plurale vorkommen, was weiß ich, wenn du schreibst, ich habe 5 Superkräfte, lese ich da gerade, ja. Na, dann ist das sozusagen, da könnte das ja sozusagen 0 Superkräfte, genau. Oder 1000 Superkräfte sein. Also wende ich dann sozusagen die Form mit diesen N da an, ne, beim Übersetzen. Ja. Damit muss ich im Prinzip eine singular englische Form
geben und eine Pluralform, weil Englisch hat ja nur zwei. Und dann muss ich dem ganzen Teil noch so, diese Zahl mitgeben für die Entscheidungsfindung. Und wenn ich jetzt in eine andere Sprache gehe, zum Beispiel, Tschechisch oder Russisch oder so, die dazu die drei Formen haben, dann hat er die Zahl, setzt sie wieder in die Formel ein und sagt dann, oh, ich komme jetzt bei 5 zum Beispiel, komme ich dann im, Russischen, oder komme ich dann auf die, genau, 5. Genau, im Tschechischen auch, ne? Und dann habe ich quasi die, 5 und die sagt mir dann Index 2 von dem Form, also nicht 0, also ne? Die dritte Pluralform quasi. Wie will? Die zwei Sprachen, die ich im Code habe, die brauche ich nur, wenn ich das Englisch direkt aus dem Code nehme. Du hast nur Englisch im Code. Das ist also wenn ich für Englisch nochmal ein PO-File nehme, dann kann ich das auch einfacher machen im Code. Ja. Okay. Ja. Das habe ich jetzt nicht begriffen. Zum Beispiel, wenn man einen, langen Text hat, dann kann man das nicht in als Message-ID benutzen, aber genau. Kann man mit kurzem Label machen. Englisch, das mache ich eigentlich ungern mit so Labels. Das hatten wir früher mal, wo ich bei Siemens gearbeitet habe, dann kannst du deinen Code nicht mehr lesen. Ja, irgendwie. Aber wenn sich in einen langen Text. Wenn es extrem lange Texte sind, also ganze Blöcke oder so, dann, kann man es schon mal machen. Aber im Normalfall lieber, die wirklich die englischen Texte nehmen, weil wenn ich das Ganze nämlich teste zum Beispiel, dann, binde ich ja gar kein Lexikon an. Dann, gehen mir die englischen Texte direkt durch und ich sehe dann meine Webseite oder sowas, dann sehe ich schon, wie sie aussieht. Und wenn ich dann so Labels reinmache, dann steht nur das Label da. Ja. Aber wenn man einen langen Text hat, dann kann ich, the chance becomes larger that you have to make fixes, typos or part of the text. And then all the translations which you already made for that text. Okay, wir haben auch ein Englisch-zu-Englisch-Lexikon, also Developer-Englisch sozusagen zu richtigen Englisch. Und, in dem würde man dann zum Beispiel solche, Fixes machen und dann würde man dann anfangen, das zu reintegrieren in den, Code dann wieder zurück. Dass man das dann wieder leer kriegt einfach. Mein Vorschlag, dass man in Developer-Englisch, also das mit diesem Plural und Singular völlig ignoriert. Aber das geht aber nicht, weil dann, weiß er, dann hat er die Entscheidung, kann er die Entscheidung nicht mehr treffen. Du musst ihm schon sagen, hey, hier gibt es eine Pluralform überhaupt. Ja, genau. Ich habe vorhin gezeigt, wie man so statische Übersetzungen macht, wie man dann so ein Lexikon anbindet. Und jetzt hätte ich dann im zweiten Vortrag, das ist eigentlich fast nur immer so Codebeispiele, ich habe mal so einen Übersetzungsdienst angebunden, den man mal so frei aufrufen konnte. Und der hat natürlich so Limitierungen, also die wollen das ja eigentlich gar nicht, dass ich das tue. Aber zum, Zeigen und Probieren ist das eigentlich ganz mal ganz interessant mal. Genau, also was ich mache, ich tue so eine Übersetzungs-API anbieten. Das kann alles möglich sein. Es geht jetzt hier eigentlich nur darum, um das Prinzip, dass man mal sieht, wie sowas prinzipiell funktionieren wird. Und welche Probleme damit auftreten. Und eins der Probleme ist zum Beispiel Abkürzungen im Text. Und die API bringt mir zum Beispiel vielleicht einen Bullshit an Übersetzungen zurück. Das kann natürlich teilweise auch passieren. Ich zeige, Ich zeige dann auch, dass ich sozusagen, wie ich das mache, dass ich die Übersetzungs-API nicht pausenlos aufrufe, immer mit demselben Müll quasi. Wie ich dann das Ganze auch cache. Und was ich vorhin gerade schon sagte, es gibt natürlich auch Limits, dass ich die, was weiß ich, nur so und so oft aufrufen kann oder dass es eine gewisse Länge von Texten gibt oder was es dann immer gibt, das zeige ich dann noch. Das Ganze definiere ich erstmal in einem PO-File. Jetzt wird man vielleicht denken, für was brauchst du jetzt ein PO-File extra dafür? Es geht aber um dynamische Sachen. Dann habe ich das quasi erweitert mit einem eigenen Schlüssel. Tue jetzt hier meine Übersetzungsklasse hineinschreiben, die sozusagen dazugehört. Und das war eigentlich die ganze Konfiguration im ersten Sinne schon mal. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt immer so Probleme mit Abkürzungen. Zum Beispiel
Alles, was groß geschrieben wird, wird im Normalfall also als Eigenname angenommen und wird dann quasi überhaupt nicht gesetzt. Das ist so realer Text, da hat jemand sehr clever, das eben sehr kurz gemacht. Und das System, was wir anbinden, das ist quasi an eins mit reinen deutschen Texten und ich will sozusagen jetzt einen englischen Text dafür haben und die automatische Übersetzung funktioniert nicht. Deswegen tue ich alles, das was so Abkürzungen enthält, schreibe ich dann einfach irgendwann mal in dieses PO-File rein und er schaut im Prinzip erst rein, ist es im PO-File drin? Ja, wenn okay, dann nimmt er einfach das und wenn es nicht drin ist, dann ruft er die Klasse auf und übersetzt es dann über die Klasse. Ich habe dieses MyMemory Translate Net angebunden. Das Modul, das gibt es auch im CPAN. Und da sieht man mal, wie das Ganze funktioniert. Ich muss quasi eine, dummerweise habe ich irgendwann mal Developer Language genannt. Das ist irgendwie doof. Aber ich habe eine Eingangssprache, die ich reingebe und eine, die ich raushaben will. Also so ein paar. Und bei dem Service habe ich zum Beispiel ein Problem, dass ich nur eine gewisse Anzahl von Bytes übermitteln kann, ansonsten macht er einfach gar nichts. Jetzt habe ich gesagt, ich habe eine Klasse in dem PO-File drinstehen. Wenn es sozusagen dazu kommt, dass er den Eintrag im PO-File nicht findet, dann nimmt es sich diese Klasse und ruft die Methode drin, fetch from Lexikon. Das Ganze, was ich dann kriege, ist erstmal der Lexikon-Key, dass ich überhaupt erstmal weiß, wo muss ich überhaupt einmal reingreifen. Und das andere ist der Message Key. Lexikon ist sowas wie Kategorie Domain Language. Und Message Key, da ist die Message ID drin. In dem Fall brauche ich nur die Message ID. Kontext macht beim automatischen Übersetzen hier wenig Sinn, weil das API nicht kann. Und normalerweise können hier noch mehr Keys drin sein. Ich habe wieder mein Tool quasi, mit dem ich die Keys zusammenbaue. Ja, dann habe ich mir bloß mal so ein paar kleine Helferlis zusammengebaut, die ich dann hier benutze. Ich muss die Sprache ermitteln. Die Lexikons heißen bei mir alles sowas wie DE-Cached. Und deswegen schaue ich schon mal nach, was ich überhaupt alles habe, ermittle dann meine Sprache, die reinkommt, in dem Falle wäre es, ich will vom Deutschen ins Englische übersetzen, also muss hier irgendwann mal zum Beispiel Deutsch rauskommen und rauszu kriege ich ja die Sprache quasi übermittelt und die muss ich jetzt dafür auch präparieren, dass sie sozusagen zu dem API passt, wo das wäre eigentlich die ganze Arbeit hier. Dann habe ich natürlich jetzt eine Sache, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt eine Übersetzung in Deutsch haben und meine Ausgangssprache ist Deutsch, dann muss ich das Ganze natürlich überspringen. Also ich will ja keine Deutsch zu Deutsch oder Deutsch zu Österreich Übersetzung oder sowas haben. Das brauche ich jetzt nicht. Dann haben wir schon das erste Problem. Die API kann nur bestimmte Längen und wenn ich es quasi nicht übersetzen kann, habe ich mir vorher, Moment, genau dieses Message-ID-Return zusammengebastelt als Variable, der sagt sozusagen, der Message-String ist das, was du mir quasi übergeben hast. Also Deutsch rein und Deutsch raus, also im dümmsten Fall geht das nicht, weil der Text einfach zu lang ist, dann gebe ich nicht das Englisch aus, sondern das Original-Deutsch einfach wieder. Weil an der Stelle habe ich eigentlich keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu tun. Da muss ich das irgendwo clever etwas anders machen, wenn ich sehr lange Texte habe. Das Ganze cache ich jetzt in einer Datenbank. Und dann komme ich zum nächsten Limit. Ich darf dieses API nicht so oft aufrufen, dann sperren die mich aus. Wenn ich richtig einen Vertrag habe, würden die es wahrscheinlich nicht tun, aber in dem Fall habe ich genau das Problem. Ich muss schauen, dass ich da möglichst langsam komme. Also tue ich mir so ein paar Wartesekunden machen oder Minuten, dass ich nicht so oft drauf gehe. Aber was ich mache, wenn ich erkannt habe, das API sollte quasi aufgerufen werden, ich merke mir jetzt in meinem Cache erstmal,
hey, da wollte jemand diesen Text auf, übersetzen und es könnte ja sein, dass er das in 5 Minuten nochmal tun will. Also speichere ich mir den ganzen Spaß erstmal in der Datenbank ab und sage, hey, diese Übersetzung wurde angefordert. Also ich speichere mir mein Message Key Lexikon ab und den Zeitpunkt des Aufrufes. Der wird per Default mit hinzugefügt. Wenn ich das Ganze gefunden habe, also wenn ich da einen Eintrag in meinen Cache gefunden habe, dann merke ich mir nur, dass ich das Ganze jetzt aufgerufen habe. Warum tue ich das eigentlich? Weil ich will mein Cache-Lexikon auch irgendwie manchmal wieder aufräumen und eventuell veraltete Einträge wiederfinden. Ansonsten wird mir das hier immer größer. Deswegen speichere ich mir dieses Updated mit rein. Das ist eigentlich der ganze Sinn. Sonst gibt es da keinen. Und wenn ich es gefunden habe, dann gebe ich natürlich genau das Gefundene wieder zurück. Damit hätte ich schon mal übersetzt, ohne dass ich das API aufgerufen habe, also rein aus dem Cache. Wenn mein API geblockt ist, zum Beispiel, dass ich es gerade erst aufgerufen habe und möglichst nicht gleich wieder tun muss, dann speichere ich mir einfach nur drin in der Datenbank, hey, es gab hier einen Aufruf und okay. Wenn es aber blockiert ist, dann möchte ich es trotzdem ja wissen, dass es den Aufruf gab. Also lege ich mir das Ganze trotzdem in der Datenbank hier an. Und dann möchte ich aber in meinem Projekt auch wissen, aus welcher Stelle kam das Ganze her. Und da habe ich mir so die Subroutine geschrieben, Referenzpair, die schaut da überall durch und kriegt dann Mist und was weiß ich, dass es durch Rest tralala irgendwie aufgerufen wurde oder so. Ne? Also ich habe quasi immer eine Referenz, so wie ich mit meinen PO-Lexikons Referenzen habe, wo direkt steht, das ist der Code an Zeile 537, wird sozusagen die Übersetzung angefordert. Sowas brauche ich hier im Endeffekt auch. Das geht einfach nur immer darum, um zu prüfen, ob das alles funktioniert oder ob irgendwas Falsches drin ist oder ob ich vielleicht was korrigieren möchte. Wenn jemand sagt, das ist aber irgendwie komisch übersetzt, kann man das irgendwie korrigieren, dann kann ich einfach nach der Referenz suchen und dann weiß ich, hat es über den Weg aufgerufen und finde dann auch alle Übersetzungen in der Datenbank dazu und kann die gegebenenfalls korrigieren. Das Ganze wird natürlich dann übersetzt, indem ich das Teil einfach benutze und das Ganze aufrufe. Ich rufe dann die Translate-Text-Methode auf, übergebe dem meine Message-ID und ich kriege im Normalfall eine Übersetzung zurück. Im Normalfall, genau, das muss nicht immer so sein. Deswegen gibt es jetzt hier diesen Catch-Block. Und wenn es quasi schiefgegangen ist, dann speichere ich mir einfach wieder, hey, da war eine Übersetzung angefordert und das hat eben nicht geklappt. Und im Endeffekt wird dann wieder die Ursprungssprache wieder zurückgeliefert. So. Dann speichere ich mir das Ganze auch wieder mit dem Referenzpair, dass ich wieder weiß, wo das Ganze hergekommen ist und gebe dann einfach wieder mal nichts zurück. Wenn ich die Übersetzung erhalten habe, wenn also alles funktioniert hat und da steht irgendwas drin, dann ist mir aufgefallen, dass so Binärwerte plötzlich drin vorkamen und mit denen kann ich überhaupt nicht zurechtkommen, weil die Binär 0 und Binär 4, die wird zum Trennen der Plurals in den MO-Files zum Beispiel verwendet. Das wäre jetzt total blöd, dann würde ich total durcheinander kommen. Also schmeiße ich das einfach weg. Es hat ja für die Übersetzung überhaupt keinen Sinn, dass das da drin ist. Ne? Ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber so ein Zeugkram mal mit. Also ich repariere sozusagen noch ein bisschen. Wenn das Ganze dann funktioniert hat, dann speichere ich mir auch diese Übersetzung ab. Speichere mir wieder, dass es geklappt hat. Und speichere mir meine Referenz dazu, übergebe dann die Übersetzung richtig und in dem Fall, weil ich ja Deutsch zu Englisch übersetzen wollte, haben wir es jetzt geschafft. Jetzt kommt tatsächlich ein deutscher Text zurück und dann haben wir es geschafft. So, da hatte ich vorhin gesagt, es gibt Limits.
wie kann ich zum Beispiel das Limit umgehen, Text ist zu lang? Weil in dem Beispiel hatte ich ja dieses API, gestattet mir eben nicht, eine Bytegrenze zu überschreiten. Also was mache ich, wenn ich große Texte habe, die aus vielen Absätzen bestehen, dann schaue ich erstmal, ob ich die Absätze vielleicht einfach auseinanderteile vorher und dann einzeln reingebe zum Übersetzen. Und selbst wenn dann diese Absätze noch zu groß sind, dann teile ich dann die wieder in einzelne Sätze auf. Und dann schaffe ich es quasi. Ich muss das API sehr oft aufrufen. Dann komme ich wieder an die nächste Limitierung, dass ich ja wieder nicht so oft aufrufen darf. Das ist aber jetzt wirklich nur in meinem speziellen Fall, wenn man richtig einen Vertrag hat, dann kann man das auch, kann man da auch richtig drauf feuern. Ne? Also die Übersetzung kann lang. So, jetzt habe ich gesagt, ich speichere mir Übersetzungen, die ich jetzt nicht übersetzen konnte, aus Grund von irgendwelchen Limitierungen, die speichere ich mir aber trotzdem ab. Der Sinn des Ganzen ist, ich habe dann noch einen Cronjob und der läuft dann so hinterher und schaue dann nach, ist irgend noch was drin, was nicht übersetzt worden konnte. Und übersetzt das Ganze dann in aller Ruhe zu Ende. Und wenn der nächste Aufruf kommt, mit etwas Glück, ist dann alles schon da. Und es funktioniert auch. So, und das war an und für sich schon alles. Die große Frage, konntet ihr folgen? Wisst ihr, um was es ging und welche Probleme da sind? Und, oder fällt euch was ein, wo ihr sagt, hey, ja? Was du da geschrieben hast mit den Nullbyten F4, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, weil das Einzige, wo in MO-Dateien binär Zeichen als Klammer benutzt werden, ist zwischen Message-Kontext und der Message-ID. Genau. Das ist tatsächlich genau. Der ist hart kodiert, aber es ist ein Byte, es sind nicht zwei. Relativ sicher, das Nullbyte, was du davor hast, ist der End-of-String-Marker. Nee, warte mal. Es gibt ja die Trennung zwischen den pluralen Formen. Und es gibt die Trennung zwischen dem Kontext. Für alle Strings gibt es schon Tabellen im Header der MO-Datei. Das da weiß ich schon. Einfach nur ein Marker, da steht der String und der ist null terminiert. Okay. Ist an und für sich egal. Es ging an der Stelle aber auch darum, einfach zu zeigen, wenn ich mit irgendwas ein Problem habe oder das irgendwie fixen kann oder was mich wahrscheinlich dann später in der Übersetzung stören würde, wenn da irgendwelcher Schrott dann drin war, dass ich es einfach wieder repariere. Dummerweise bringt manchmal dieses API auch HTML raus, obwohl ich gar kein HTML reingebe, warum auch immer das so übersetzt wird. Das habe ich dann einfach wieder weggeblättet. Das habe ich bloß hier jetzt rausgelöscht, weil das für den Vortrag an sich jetzt nicht unbedingt relevant ist. Also man muss schon mit irgendwas rechnen, was da einfach so kommt. Na? Und man kann es ja immer verbessern. Man weiß ja genau, von wo das aufgerufen wird. Das ist das mit der Referenz, was ich speichere. Ich weiß zumindest aus meinem Code genau, welcher Code-Teil das aufgerufen hat. Kann in der Datenbank, wo ich das dann cache, genau suchen, wo das herkam. Wenn jetzt jemand sagt, hey, die Übersetzung ist ja totaler Schrott, die da kommt, dann weiß ich, hey, das muss ja aus diesem Modul oder so kommen. Dann weiß ich den Modulnamen und gehe in die Datenbank rein und finde ich auch relativ schnell die Übersetzung, die da falsch ist. Und wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, alles, was ich korrigiere, das schreibe ich dann trotzdem in dieses PO-File rein. Und dann nehme ich das einfach und schreibe es rein und korrigiere die Übersetzung und ab dann ist sie immer gut. Das ist eher so ein dynamischer Prozess. Bitte. Okay, die Verwaltung der PO-Files. Das ist ja so, wir schreiben unseren Code und schreiben die Texte alle in Englisch rein. Und dann haben wir einen Scanner, der geht über den Code drüber und sucht jetzt die Stellen raus. Die sieht man relativ leicht, die heißen ja irgendwie sowas, Filey, Log, Unterstrich, irgendwas. Und dann kommt irgendein Text dahinter und es gibt verschiedene Varianten davon. Und die werden quasi gescannt und im PO-File gibt es dann die Referenz. In der Referenz steht dann der Filename drin und die Zeilennummer dahinter. Und dann weiß ich auch genau, was ist. Und dadurch, dass ich das so genau weiß, ist es auch relativ einfach, das Projekt sauber zu pflegen. Und das, wenn zum Beispiel jemand sagt, der Begriff A, der muss jetzt irgendwie B heißen oder so, dann schaue ich einfach in die ganzen Übersetzungen rein
Und dann weiß ich auch genau die Codestellen alle, in denen es verwendet wird. Na, weil ich immer diese Referenz habe. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, dass man nicht nur die Übersetzung hat, sondern dass man auch weiß, wo kommt das Ganze überhaupt her. Na, und wenn wir einen gewissen Stand haben, dann wird es quasi gescannt, dann wird geschaut, welche Übersetzungen fehlen, dann wird nachübersetzt, gespeichert und geht's produktiv. Und man könnte aber auch erst Übersetzungsbüros reinschalten, die, wo man das dann hinschickt und dann kommt es wieder zurück, dann schaut man drüber, pflegt es ein und das hängt dann ganz darauf an, welche Kapazitäten man selbst hat. Na. So, noch irgendwelche Fragen? Du meinst, das Gleiche schon an verschiedenen Stellen vorkommt? Ja, dann habe ich einen Eintrag und fünf Referenzen. Na? Wir haben so ein Glossar, was wir uns mal irgendwann angelegt haben, wo wir gesagt haben, hey, dieser Begriff, der sollte für Kunden zum Beispiel eindeutig sein und dann schauen wir nach, wenn solche Unterschiede sind, dass wir die Begriffe dann gleich ziehen. Dass wir Gleiches, also gleich benennen. Ne? Man muss dann einfach immer mal durchschauen. Ne? Meistens kriegt man von irgendjemandem einen Hinweis und der sagt, das ist aber irgendwie ein komisches Wort. Und dann schaut man einfach rein und dann in die PO-Files und dann sieht man dann schon, wie das andere anders schreiben und dann muss man sich einigen und dann haben wir es ins Glossar aufgenommen und ab dann sollte das jeder so verwenden.